Aus meiner Sicht denke ich, hat die effektivere Mannschaft gewonnen. Das muss ich mal vorausstellen. Ich glaube auch, dass wir ein richtig gutes Bundesligaspiel gesehen haben, sehr intensives Bundesligaspiel mit viel Tempo, mit viel Umschaltbewegung in beide Richtungen von beiden Mannschaften. Mich hat geärgert, das erste Gegentor, es darf so in der Form nicht fallen. Wir haben nicht viel zugelassen in der ersten Halbzeit, war eine Chance, wo der Jan Sommer gut hält. Die zweite Chance war das Tor. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft auch heute wieder einen riesen Fight abgeliefert, die zweite englische Woche wieder mit einer herausragenden, wie Ralf sagt, Mentalität gespielt, viel Leidenschaft reingebracht. Hier und da vielleicht, und das müssen wir sicherlich kritisch sehen, das war gegen Florenz schon der Fall, auch heute fehlte mir so im letzten Drittel die Zielstrebigkeit, schon in der ersten halben Stunde, manchmal ein bisschen ein Schnörkel zu viel noch, da müssen wir einfach zulegen. Ja, und wenn man das dann noch konsequenter spielt, dann kann man sich auch früher mal belohnen, geht man vielleicht selber in Führung. Daran müssen wir arbeiten. Das war vielleicht heute der einzige kritische Punkt, den ich sehe bei meiner Mannschaft. Und daran werden wir arbeiten und werden uns jetzt kurz schütteln. Und dann geht es am Donnerstag nach Florenz und dann gucken wir, was da geht. Dass Raphael ein exzellenter Spieler ist und dass man den gerne auf dem Platz hat, ist unbestritten. Aber daran würde ich es nicht festmachen. Wir haben genügend Chancen gehabt, in beiden Spielen Tore zu machen. Und ich hoffe natürlich, dass er jetzt so schnell wie möglich fit wird. Er hat die letzten 3 Tage fast beschwerdefrei trainiert. Das ist erstmal positiv, ja, so dass das jetzt sicherlich absehbar ist, wenn er uns wieder zur Verfügung steht. Aber er war dann auch schon wieder fast 2 Wochen raus. Naja, das ist dann immer so, dann sagt man, ja, er ist wieder da, aber er muss dann natürlich auch die Fitness haben und die Bereitschaft haben, gleich wieder bei 100% zu sein. Dass wir den Spieler gerne schnell wieder bei uns haben, wenn wir den einen oder anderen auch, der im Moment auch noch fehlt, ganz normal. Es ist schwierig. Ich glaube, wenn wir 2-1 geführt hätten, ich weiß nicht, was meine Spieler gemacht hätten, ein Stück weit gehört es dazu. Es hat natürlich die Atmosphäre nochmal angeheizt. Ja, das war unnötig, glaube ich, die Aktion von Timo Werner in der Situation vor unserer Tribüne, weil jeder hat es gesehen, ja, dass es nicht der große Schubser war. Ja, aber ich denke, das ist nicht meine Aufgabe, das jetzt anzuprangern. Ich muss, glaube ich, feststellen, jede Mannschaft, die auswärts 2-1 führt oder selbst wenn wir 2-1 geführt hätten, würde ich nicht ausschließen, dass auch meine Spieler dazu greifen. Ja, das ist ein generelles Problem, das müssen wir vielleicht auch mal diskutieren im Trainerkreis, in den verantwortlichen Bereichen rein, ja, wie man dem Einhalt gebieten kann, weil das will im Endeffekt keiner. Ne? Und wenn dann 4-5 Minuten Nachspielzeit sind und so wie gestern auch in Berlin der Fall, dann kommt die Diskussion plötzlich auf, hätte er früher abpfeifen müssen. Ich glaube, das ist etwas, darüber kann man diskutieren, dass man da vielleicht von allen Vereinen, von allen Trainern vielleicht wirklich mal dagegen angeht und sagt, pass auf, wenn, bringen wir es sauber zu Ende. Ja, und das kommt dann immer so schwefel rüber, so schwer rüber für mich. Da war die eine Szene, ich glaube, Burke, der da liegen geblieben ist. Savitzer, glaube ich. Ja, man kann es dann gar nicht mehr festhalten, ist es dann jetzt wirklich eine Verletzung oder nicht. Und das macht es den Schiedsrichter dann schwer. Ja, und wenn der Spieler dann da blutend liegt und wir haben das Spiel nicht unterbrochen, dann sagt jeder, wieso konnten sie nicht. Also wir sollten da, denke ich, alle zusammen eine gute Lösung finden, so wie es jetzt gestern in Berlin war. Und heute fand ich es nicht überstrapaziert von RB.